Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Niantic Wayfarer. Ich bin Chaos Lady. Ich zeige euch wieder, wie ich bewerte, und vorher möchte ich euch meine Statistik etwas genauer erklären, im Sinne von, was hat sich da seit der letzten Folge verändert. Ich habe außerhalb der Aufnahmen nichts gemacht und es ist folgendermaßen passiert. In der letzten Folge habe ich mit 32% gestartet, heute starte ich mit 44%, das sind 12% mehr als bei der letzten Folge. Und ich habe in der letzten Folge 16 Bewertungen durchgeführt. Ist okay. Was mir als erstes heute auffällt, ist, dass die Stufen jetzt auf Deutsch übersetzt sind. Das heißt, hier steht jetzt schlecht, okay, gut und hervorragend. Genau. Ja, schön. Und ja, bin mal gespannt, ob ich es irgendwann auf hervorragend schaffe. Wenn ich jedes Mal so viele Prozente bekomme, würde ich ja fast damit rechnen eigentlich. Kriterium wurde jetzt auch übersetzt. Okay. So, das hier ist ein Baum. Und ein Baum ist ein Naturmerkmal. Und dementsprechend lehnen wir das hier ab. Naturmerkmal absenden. So, dann haben wir wieder ein Wandbild. Was? Brotlose Kunst. Hübscher, auf jeden Fall mal ein hübscher Titel. Ehemalige Bäckerei. Mhm. Leider weiß man nicht, was hier jetzt aktuell ist. Wir sehen hier nicht besonders viel. Wir können zumindest mal hier den Straßennamen wohl noch erkennen. Aber ist das jetzt ein Wohnhaus? Wahrscheinlich schon, aber ist das ein Mehrfamilienwohnhaus? Weiß man nicht. Hier ist aber jede Menge Platz. Das schon würde ich jetzt mal nicht unbedingt ablehnen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere sagt, nö, das ist privat. Aber ich finde hier, die Privatität fehlt hier so ein bisschen. So ein kleiner Vorgarten oder so fehlt hier. Weiß ich nicht. Also ich kann es mir gut vorstellen, dass es vielleicht abgelehnt wird, was ich schade finden würde. Aber, ja, schauen wir mal. Also Duplikat ist es definitiv nicht. Ob das mit dem Auto erreichbar ist, ist uninteressant. Das könnt ihr euch sparen. Zu Fuß erreichbar wäre hier wahrscheinlich das Einzige, was man hier noch dazu schreiben hätte können vielleicht. Oder den Straßennamen, den man ja hier auf dem ersten Bild nicht sieht, sondern hier nur so schräg von der Seite. Mal gucken, ob wir es vergrößern können. Ah, okay. Flurstraße. Okay, Flurstraße. Schauen wir mal, ob wir die Flurstraße auf dem Kartenmaterial wiederfinden, also auf den Satellitenbildern zum Beispiel. Ja, also dann ist es wahrscheinlich das Haus hier, vermute ich jetzt mal. Das ist dieses Haus hier. Ich gehe mal nicht davon aus, dass es ein Einfamilienhaus ist, sondern ein Mehrfamilienhaus. Und ja, es ist wenige Meter davon entfernt. Ich würde es mal an der Stelle stehen lassen. Hier drüben, wenn hier drüben jetzt noch ein Haus wäre, wüsste ich, warum man es dorthin verschoben hat. Aber ich denke, ja, ist okay. Wer weiß, ist hier noch irgendwo? Da drüben ist ein Wayspot. Wäre vielleicht sogar besser, das hier hinzumachen, weil es ein Stück weiter, ein klitzekleines Stück weiter weg ist von dem hier. Ich kenne jetzt, weiß ja nicht, leider nicht auswendig, wie die S2-Zellen hier angeordnet sind. Aber ich schaue nicht immer nach. So. Dann bewerten wir das ganze Ding mal noch fertig. Natürlich historisch-kulturell, weil es Kunst ist. Optisch einzigartig. Definitiv. Wir haben hier fast nur Kreuze, Bildstock und sonst fast gar nichts anderes. Und ich bewerte das immer nach Orts, nach dem jeweiligen Ort und nicht nach, ob es das auf der ganzen Welt irgendwie schon gibt. Sicherer Zugang. Wir haben auf jeden Fall gesehen, dass es ein sehr großer Fußweg ist, Bürgersteig ist, und das ist natürlich sehr gut. Da kann man nichts gegen sagen. Und der Standort stimmt auch. Da ist ja nur wenige Meter verschoben. Das ist in Ordnung, das kann man so nehmen. Und ich betitel das jetzt als Wandbild, weil Wandskulptur gibt es einfach nicht. Und eine Statue ist es definitiv auch nicht. Ja,
wollte eigentlich, dass hier der Mist mal verschwindet. Danke. So, Storchennest, Eckartsweiher. Ich weiß, dass in manchen Orten tatsächlich Storchennester sogar angenommen werden. Ich bin mir aber ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob das überhaupt ein richtiger Wayspot sein soll. Das fällt mir so ein bisschen schwer. Warum sollte ein Storchennest ein Wayspot sein? Das ist wie, als würde ich ein Vogelhaus einreichen. Das ist doch fast dasselbe. Klar, Störche haben nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Ja, das ist von Menschen geschaffen. Das ist das Wichtigste, Leute. Das Wichtigste ist, es muss ja von Menschen geschaffen sein. Und hier dieses Bauwerk, das ist von Menschen geschaffen. Klar, das hier oben drauf, das Nest an sich, das baut natürlich der Storch. Ist ja klar, das wird jedes Mal ein neues Stöckchen kommt immer dazu. Ich habe keine Ahnung. Ich werde das einfach mal mit 3 Sterne bewerten. So, Entschuldigung. Historisch, kulturell. Weiß ich nicht. Optisch einzigartig, keine Ahnung. Sicherer Zugang, keine Ahnung. Und auch den Standort werde ich einfach sagen, keine Ahnung wahrscheinlich. Also ich kann, wahrscheinlich kann ich das hier sowieso nicht erkennen, ob das da jetzt der Storchennest genau hier ist. Nö. Woran soll ich das jetzt erkennen? Ich sehe hier keinen Schatten, der irgendwie dazu passen würde. Also ich würde sagen, nö, weiß ich nicht. Absenden. Für mich ist das ein Vogelhaus, quasi. So, Wein und Tabak. Lust auf Genuss. Ein Infoplakat. Das Problem ist, diese Befestigung sieht jetzt nicht unbedingt danach aus, als wäre sie wirklich dauerhaft. Okay, diese Befestigung vielleicht dann schon. Okay, vielleicht wurde das nur gefixt, weil es irgendwie runtergefallen ist oder so. Die Schraube locker war. Die Schraube war locker. Okay. An für sich ist das auf jeden Fall eine Information, die bestimmt lehrreich ist. Lehrreiche Informationen sind immer wichtig. Eventuell ist aber auch das hier oben ein Wayspot, je nachdem, was da genau draufsteht. Wenn da natürlich nur Ortschaften und Entfernung draufsteht, dann nicht. Aber wenn da sowas wie Wanderwegsbetitelungen oder also die Namen von Wanderwegen da drauf angezeigt werden, dann könnte man das auch einreichen. Natürlich beides gleichzeitig würde ich nicht empfehlen, also beides getrennt würde ich nicht empfehlen, beides gleichzeitig schon eher. So, ist ein bisschen merkwürdig, ne, dass das hier so mittendrin ist. Anscheinend hat hier Google Maps keine Straße, das ist merkwürdig. Historisch-kulturell, ja. Optisch einzigartig, ja. Ist zwar eine Infotafel, aber was soll man dazu sagen? Wie viele Infotafeln hat der Ort? Keine, dementsprechend, eine, ja, also dementsprechend kann man ja ruhig 5 Sterne geben. Sicherer Zugang. Ah, hier sieht man es schon eher. Also tatsächlich, Google Maps hat anscheinend nicht jeden Feldweg hier eingezeichnet. Feldweg, ja, je nachdem, man weiß immer nicht hundertprozentig, ob ein Feldweg jetzt nun sicher erreichbar ist oder nicht. Also ich finde, ein Feldweg, wo jetzt wirklich, sagen wir mal, ein Auto 100 fahren darf. Weiß nicht, ob ich das so gut finden kann von der sicheren Erreichbarkeit. Es ist auf jeden Fall eine Kreuzung. Und das scheint hier auch eine Kreuzung zu sein, weil es geht hier nicht einfach geradeaus weiter, sondern es geht tatsächlich hier so eine Biegung. Also ja, würde sagen, könnte ungefähr passen. Hundertprozentig können wir es aber trotzdem nicht erkennen, deswegen gibt es hier 3 Sterne an dem Standort. Das ist eine Information. Also tippen wir das auch hier ein und nehmen das. So, Kappelgrafenhausen. Aha, das müsste, glaube ich, der Nachbarort von Rust sein. Kindergarten, bla bla bla. Ja, Kindergarten 1 bis 6 ist nicht geeignet. Ort, Schule, hier steht es nochmal, Kindergärtenstätten sind keine Wayspots. Da gibt es leider nichts zu diskutieren. Stolperstein, Karl, Alten, Henne. Stolpersteine sind immer so ein bisschen, naja, in Dortmund sogar. Ich vermute mal, den gibt es schon.
Sieht aber nicht danach aus. Das Schöne ist aber, der Einreicher hat uns anscheinend hier ein bisschen geholfen. Standort gerne überprüfen. Via Wikipedia, laut Niantic sind Stolpersteine akzeptabel mit POI. Das ist der Link. Ach Mann. Das ist doof. Das Rauskopieren ist natürlich super genial, Niantic. Das wäre schön, wenn ihr das... Dieses Extra-Fenster finde ich unnötig. Sehr unnötig sogar. So. Dann gehen wir mal hier drauf. Dortmund Karl. Suche nach Liste Stolpersteine in Dortmund. Versuchen wir das erste Mal? Nee, hä? Nein. Die Seite gibt's gar nicht. Die Seite gibt es nicht. Ja, nett. Versuchen wir mal nur ohne das Wort Karl. Ah, das ist ganz schlecht geschrieben, so dass man nicht erkennen kann, bis wohin der Link geht, weil man das halt leider einfach nicht erkennen kann, weil die Webseite das so nicht anzeigt. Also da müsst ihr vielleicht ein bisschen besser aufpassen. Vielleicht hat derjenige sogar zwei Umbrüche gemacht und die sind jetzt einfach geklaut worden, zum Beispiel. Das wäre auch möglich. Also vielleicht zwei Minuszeichen dahinter, weil das zwei Minuszeichen und ein Leerzeichen hinter Dortmund würde definitiv nicht dazugehören. Das weiß man einfach. Also ich denke, das wäre vielleicht eine gute Idee gewesen. Also wie heißt der Stolperstein? Irgendwas mit Karl? Machen wir mal Steuerung F und Karl. Das geht auch auf dem Handy theoretisch. Nein, das ist ein anderer Karl. Das ist auch ein anderer Karl. Das auch. Auch. Nein, Dammenbrunnen. Irgendwas mit A. Karl A. Da. Altenhenne. Ja, genau. Das müsste der Stolperstein sein. 1878. Ja, sieht gut aus. So, wo ist der? Wo ist der? Hier steht Wengestraße 9 in Hokkaido. Okay. So, dann scrollen wir doch gleich direkt runter zu dem Satellitenbild. Wengestraße, klingt gut. Ist das jetzt die Wengestraße 9? Leider, wenn man jetzt hier das aufruft, haben wir halt keine Markierung mehr. Aber hier steht schon die Hausnummer 9. Das ist also das, also zwischen den, ich sag mal, grauen und braunen Hausdach. Ja? Grauer und braunes Hausdach, würde ich sagen. Ist ein bisschen verschoben vielleicht, aber ist minimal. Ich würde sagen, das passt. Also dementsprechend können wir das jetzt bewerten. Also klar, es ist ein Wayspot. Titel und Beschreibung ist in Ordnung. Könnte man vielleicht noch schöner schreiben vielleicht. Und ja, das Interessante ist natürlich, ach so, ja, der Text ist zu lang. Und wenn da drei Punkte sind, dann tatsächlich, wenn man draufklickt, wird einem noch mehr angezeigt. Ja, dann kann ich vielleicht doch verstehen, warum dieses Extra-Fenster kommt, aber es ist halt schade, dass Niantic es nicht schafft, die Links vielleicht hervorzuheben, damit man besser weiß, bis wohin der Link geht, dass man einfach vielleicht zum Beispiel draufklicken kann, das wäre super. Also historisch-kulturell auf jeden Fall, optisch einzigartig, ja, sicherer Zugang. Wird auf dem Fußgängerweg sein. Habe ich das Umgebungsfoto habe ich noch gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Da ist der Stolperstein, aha. Und hier ist vielleicht eine 9 drauf. Ja, da ist die 9 drauf. Das passt. Also auf jeden Fall... Ist das eigentlich das zweite Haus und dahinter kommt gar kein Haus mehr? Zumindest sieht es nicht danach aus. Gerade noch mal gucken.
gerade nochmal gucken hier. Das heißt, es ist eigentlich dieses Haus hier. Ja. Ich sag ja, es ist leicht verschoben. Davon bin ich aber auch ausgegangen, dass dieses Haus hier die Nummer 9 ist, laut den Google Maps Daten. Das ist ein Denkmal. Es gibt auch Plakette. Ich weiß nur nicht, ob Plakette wirklich genau das Richtige hier ist. Ich nehme jetzt einfach Denkmal. Irgendwo, ach so, den Standort. Ja, er ist um wenige Meter verschoben. Ist in Ordnung, kann man so machen. Ach so, sicher erreichbar. Wir haben den Fußgängerweg gesehen. Ja, jetzt haben wir es. Nächstes. Oh, eine Glocke. Ja, solche Glocken finde ich immer sehr schön. Interessant, neben was das steht. Oh Gott, was ist das denn? Aha, aha, aha. Auf jeden Fall ziemlich öffentlich, da wohnt keiner, mit Sicherheit. Öffentlich ausgestellt, für jeden gut zugänglich. Wurde im Krieg in dem alten Gefrierhäuschen versteckt, in der Sicherheit gebracht. Aha. Okay. Oh Gott, da gibt es ja gar nichts. Da ist ja nicht mal irgendwas in der Nähe. Historisch-kulturell ja, optisch einzigartig ja, sicherer Zugang ja. Nicht jeder Ort hat so eine Glocke. Selbst dafür würde ich das auch nochmal anders ansehen. Also hier, laut der Karte habe ich gedacht, da wäre nichts. Aber klar, das sind keine Wayspots, klar. So klar ist das vielleicht nicht. Hier ist ein kleines Häuschen und da vorne ist vielleicht so ein kleines Dach. Das ist jetzt aber das Einzige, woran ich das erkennen kann. Das Umgebungsfoto finde ich nicht so gut. Man hätte da vielleicht doch noch ein ganzes Stück weiter weggehen können, damit man noch mehr von der Umgebung sieht. Man sieht hier einfach zu wenig. Man sieht nur dieses Häuschen. Und ich hätte gern gesehen, dass man hier vielleicht hiervon irgendwas erkennen kann, aber ich würde mich aber trotzdem dazu durchringen, 5 Sterne dafür zu geben, weil ich denke, das ist dieses Häuschen und dass das hier vorne die Glocke ist. So, was ist denn das jetzt? Skulptur oder sowas. Ich wüsste jetzt sonst nicht, was ich da angeben soll. Und absenden. Auf zum Atem! Auf zum Atom. Rast und Ruhe am Sturminusweg. Ja. Derjenige hat zwar seinen Schatten aufgenommen, aber ich finde das jetzt nicht schlimm. Während dem Aufstieg zur Kapelle rasten. Puh, was willst du mir denn? Also Rastplätze an sich sind doch jetzt keine Wayspots. Hätte ich jetzt gesagt. Und ziemlich nah ist aber eigentlich auch die Kapelle. Also eigentlich ist es direkt neben der Kapelle. Ich verstehe, warum derjenige das eingereicht hat. Dann könnte er ja genauso gut das Kreuz einreichen. Das ist genauso machbar. Also ich sehe hier keinen wirklichen Wayspot. Aussichtspunkt, als Aussichtspunkt das vielleicht einzureichen. Ja, aber nicht hier, obwohl Picknickplätze. Ich habe auch schon mal eine Art Picknickplatz eingereicht, aber das war ein offizieller, Grillplatz. Also nicht Picknickplatz, sondern eigentlich sogar ein Grillplatz. Und der wurde tatsächlich angenommen. Aber hier haben wir jetzt nur 2 Bänke und einen Tisch. Das als Wayspot, keine Ahnung. Hier treffen sich Leute. Naja. Ich weiß nicht. Ich weiß es echt nicht. Als Aussichtspunkt hätte ich es genommen. Also wenn jetzt jemand geschrieben hätte, hier hat man die perfekte Aussicht auf die Kapelle oder sowas, keine Ahnung. Wäre vielleicht eine schöne Idee gewesen. So dass halt nicht die Bänke und der Tisch im Mittelpunkt stehen, sondern eigentlich eher die Aussicht von dort. Aber gut. Historisch-kulturell, keine Ahnung. Optisch einzigartig, keine Ahnung. Sicherer Zugang. Wahrscheinlich schon. Ich denke, da braucht man nicht drüber diskutieren. Das wird sicher erreichbar sein.
Sehen können wir es nicht. Ist unter den Bäumen, deswegen keine Ahnung. Und hier kann ich eigentlich gar nichts angeben. Weil es sind ja nur Bänke und zwei Bänke und ein Tisch. Und eine Bank an sich ist zum Beispiel kein Wayspot. Warum sollte dann ein Wayspot sein, wenn da jetzt nur noch ein, wenn da jetzt halt noch eine zweite Bank und noch ein Tisch dabei ist? Als offizieller Picknickplatz vielleicht. Aber es war ja kein offizieller, weil da kein Schild dabei war. So, ich habe keine Ahnung. Also das sieht zwar nach Kunst aus, ich weiß aber nicht, was hier drunter steht. Achso, das ist der Ort, ne? Das passt irgendwie... Nee, nicht hundertprozentig, glaube ich. Was ist denn das bitte für ein Umgebungsfoto? Und wo soll jetzt dieser Gegenstand sein? Ich glaube, der hat sich um 180 Grad einfach umgedreht. Das ist aber nicht der Sinn des Zweckes. Bin jetzt am über... Oh, haben sie auch übersetzt. Entweder überspringen oder sogar ablehnen. Ich überspringe das. Die Franzosen sollen das unter sich klären. Das ist mir zu heiß. Es ist besser, die Franzosen-Dinge einfach sein zu lassen, wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, ob die Franzosen überhaupt so bewerten. Bad Hersfeld. Das ist doch... Was? Ach, Jugendzentrum. Ich dachte, das wäre schon wieder ein Kindergarten. Familienzentren Hessen. Ach, das ist gar nicht bei... Aber ich finde die Wandmalerei hier eigentlich ganz nett. Wir versuchen mal hier in das Bild richtig reinzugehen, damit wir das Schild hier besser lesen können. Hier steht halt Kindertagesstätte, ne? Das ist ja doof. Also unter Kindertagesstätte verstehe ich aber was anderes. Das ist dann für mich kein Jugendzentrum. Also das müssen wir irgendwie versuchen herauszufinden. Ich finde zwar doof, dass ich immer sowas selber rausfinden muss, weil die Leute gerne mal flunkern. Hier trifft sich die Jugend, um Kontakte zu knüpfen und neue Freundschaften zu schließen. Was? Freund... Schalk... Was auch immer. Interessanter Ort für Pokémon Go. Ja, genau. Pokémon Go. Schreib auch noch Pokémon Go rein. Das wird auf jeden Fall ein toller Wayspot, wenn man davon ausgeht, dass das nur für Pokémon Go ist. So, hier haben wir die Möglichkeit, mal da drauf zu tippen. Mal gucken, was bei rauskommt. So, was? Webkita? Ach komm! Die Webseite existiert nicht mehr. Warum steht sie dann da drin? Kindergarten. Also hier steht Kindergarten. Für mich ist das eine Ablehnung. Also, dann gehen wir wieder hoch. Und sagen Ort, Schule. So, Kindertagesstätte. So, was ist das? Fischteich. Der Anglerteich, der Angelteich des VDSA, Vereinigte der Sportangler. Marbach, Stopp, ist vor der Schranke. Okay. Also, der Teich an sich ist ja leider kein Wayspot, weil es Naturmerkmal ist. Auch wenn er jetzt vielleicht von Menschen geschaffen worden ist. Da gibt es leider noch nicht so wirklich die Ausnahme. Es ist eine schöne Schranke, sage ich jetzt mal. Ne? Eine hübsche Schranke, nicht diese üblichen Schranken. Schon was Einzigartiges und vor allem von dem Verein. Also ich würde das tatsächlich sogar annehmen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere das ablehnt. Aber ich finde die Schranke schön. Und somit hat man dann wenigstens einen Wayspot an dem Teich. Und ich finde, das wäre schön, wenn es da einen Wayspot geben würde. Historisch-kulturell, ja. Also es ist auch ein bisschen Kunst dabei. Klar, es könnte vielleicht nicht wirklich einzigartig sein, könnte massenproduziert sein, auch wenn das aber nur für diese eine Stelle gemacht worden ist, ne? Weil wird ja nicht überall solche Schranken geben zum Beispiel. Optisch einzigartig, auf jeden Fall. Sicherer Zugang.
Sicherer Zugang. Ja, doch, ich würde sagen, sicherer Zugang müsste hier gegeben sein. Bis zu der Schranke kann man mit dem Auto fahren, danach soll man wohl dann zu Fuß laufen oder nur Leute, die zu dem Verein gehören, dürfen hier reinfahren. Das könnte auch noch eine Möglichkeit sein. Hier gibt es sehr viele Sitzmöglichkeiten. Hier könnte man auch, falls das irgendwie nichts wird mit dem Wayspot, würde ich den Einreicher vorschlagen, zu versuchen, Aussichtspunkte von diesen Sitzmöglichkeiten vielleicht zu machen. Vielleicht ist das was. So, also ich würde sagen, Standort, ja, hundertprozentig erkennen können wir es nicht, ob es dann genau an der Stelle ist, weil da Bäume sind, aber mache einfach mal 3 Sterne. Aber ich habe keine Ahnung, ich würde das jetzt als Skulptur bezeichnen, ja, weil ich, das ist nicht nur eine Schranke, sondern es hat auch ein bisschen was mit Kunst zu tun, weil da dieser Fisch drauf ist. Ich würde dann auch hiermit die Folge beenden, dass auch das haben sie jetzt übersetzt, nice. Sehr nice. Gut, dann schauen wir uns doch mal die Statistik an. Weiterhin bei 44%. 10 Bewertungen waren das jetzt, ganz genau. Sehr schön. Ja, das war's. Hat sich sonst nichts verändert. Gut, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. In der Videobeschreibung sind sehr viele Informationen. Da könnt ihr vorher nochmal reinschauen, bevor ihr was in die Kommentare, in den Kommentaren was fragt. Und ihr findet auch weitere Kanäle von mir. Bis zum nächsten Mal. Batsch.